Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben, und herzlich willkommen zur Auslosung des großen Giveaways mit der Firma Tunze, mit der Firma AK und der Firma Reef Factory. Ja, Freunde, lange habt ihr gewartet. Ich weiß, dann seid ihr immer ganz ungeduldig, obwohl doch die Meerwasser-Aquarianer eigentlich die geduldigsten Menschen sein müssten. Aber ja, ich habe es auch anders leider nicht geschafft und von daher leider erst heute. Aber dafür war die Spannung doch viel, viel größer für euch. Würde ich jetzt mal glatt behaupten. Ja, Freunde, ich sag mal am heutigen Sonntag, ich will ja auch mal meine Ruhe haben. Wir ziehen das jetzt schnell durch. Ich hatte das Video schon mehrfach vorbereitet. Ich hatte mit dem Daniele noch eine Aufnahme gemacht. Daniele, wenn du zusiehst, ja, ich habe ihn extra noch aufgehalten. Wo wir bei Michael waren, haben wir das noch gedreht. Leider hatte ich den Filter auf der Kamera drauf gehabt, den Korallenfilter. Und ja, von daher ist die Aufnahme etwas bescheiden. Ich lasse sie einfach mal raus. Wir haben einfach nur in dieser Aufnahme geklärt, was an Sachen noch übrig ist. Weil einiges ist ja auch an die Leute rausgegangen, die Korallen gekauft hatten. Klebersets und. Und so, es ist übrig geblieben, zweimal das AK-Rack. In der 8er Version. Wir hatten zwei in der 16er, allerdings muss ich hier sagen, sind die beiden halt kaputt gegangen. Ein 16er, ein 32er. Habt ihr ja gesehen in dem Live-Video auch. Das eine ist oben geplatzt gewesen. Das andere hatte vorne einen Riss. Das kläre ich nochmal ab, ob wir die Sachen im Prinzip vielleicht von AK nochmal neu bekommen sollten. Weil AK hatte mir das in einem riesen Karton geschickt, noch für ein anderes Projekt, also bei Michael. Und leider lagen diese Frag Decks mit in dem Paket, wo auch Salz drin war. Und ja, das war wahrscheinlich ein bisschen schwer dafür. Das kläre ich nochmal ab. Ich habe jetzt einfach 4 AK-Racks rausgezogen. Dreimal die Wassertests von der Refactory haben wir noch übrig. Dann haben wir noch zweimal den Power-Switcher übrig von der Refactory. Hier muss ich ganz ehrlich eins sagen, Problem ist, das wusste ich gar nicht. Ich habe die überhaupt gar nicht gesehen, deswegen habe ich euch da gar keinen Hashtag für gegeben. Aus dem Grunde, wie gesagt, haben jetzt nochmal die Leute die Chance, da nochmal dran teilzunehmen. Also ihr könnt einfach noch den Hashtag Powerswitcher nochmal gerne unter dieses Video setzen, sowie den Hashtag AKFragRack. Schreibe ich euch hier oben rein. Die könnt ihr gerne hier nochmal drunter setzen unter dieses Video. Das ziehen wir dann nochmal neu aus. Und ja, so will ich das machen. Wie gesagt, das habe ich tatsächlich nicht gewusst, dass von der Refactory außer den Wassertests, da waren ja noch Cappies gewesen. Die Cappies haben wir an dem Tag, wie gesagt, an die Kunden verteilt, die im Laden gewesen sind. Auch einige Wassertests. Und die Power-Switcher habe ich gar nicht gewusst. Also, das machen wir nochmal so. Ja, ansonsten hatten wir von Tunze dreimal den 9004, 10-mal die Hi-Jet, 3-mal die Kessel A360 und 5-mal den Kehrmagnet Long. So, meine Lieben. Und da ich ja auch, wie gesagt, gerade schon angedeutet habe, am heutigen Sonntag jetzt gleich noch mal eine Ruhe haben will, ja, würde ich sagen, starten wir los. Ich würde zuerst verkünden die Sachen von der Firma Tunze. Hier nochmal einen riesen herzlichen Dank an den Felix Tunze für das Mitmachen und das Bereitstellen der Gewinne für euch da draußen. Super, super, vielen Dank, mein lieber Felix. Und wir machen es kurz und schmerzlos, meine Lieben. Ja, fangen wir an mit dem begehrtesten wahrscheinlich, mit der Kessel A360X. Da geht eine an den Lothar Kurt, eine an den Uwe Krakenmann und eine an den Daniel Schmitz. Herzlichen Glückwunsch an die drei Herren zu diesem super Gewinn. Ich habe das hier oben alles nochmal eingeblendet, ansonsten müsst ihr nochmal zurückspulen. Ne? Ihr kennt das Spiel ja bei YouTube. So, ich marschiere mal weiter. Tunze Skimmer 9004 hatten wir auch 3 Stück. Da geht jeweils einer an den Simon Müller, an den Andy G., an den Dave Walter,
Auch hier herzlichen Glückwunsch, meine Lieben, zu diesem tollen Gewinn. Den Tunze Kernmagnet in der Long-Version, den haben wir 5-mal zu verteilen. Dort sind die 5 Gewinner: der Jens Grimsel, der KittyCat13, dann der David, weiß ich nicht, wie er weiter heißt, dahinter steht ja noch, könnt ihr ja sehen, David Miele, wahrscheinlich. Dann der Benjamin und der Dennis Trummer. Auch an die 5 Leute einen herzlichen Glückwunsch von mir für den schönen Tunze Kernmagnet in der Long-Version. So, jetzt kommt auch eins der heiß begehrten Objekte. Die nagelneue Tunze HiJet ist ja gerade erst auf den Markt gekommen. Habt ihr ja bei mir schon gesehen, gezeigt etc. Super, super geiles Gerät. Hammergeile Pumpe, wirklich. Ich glaube, die wird auch so ein kleiner, ja, Gamechanger im Meerwasser-Aquaristik-Markt werden, weil wirklich, wirklich gutes Ding. So, die hatten wir gleich 10-mal bekommen. Und die erste geht an Neos Airsoft, dann an Wolfcastle SBG. Die Christine Hoffmann ist dabei, Reef Tank and More ist dabei, dann D. Schmidt, dann ans Herner Reef, an den Andreas Bode, der Rainer Brunz ist auch dabei, der Mr. Roberto hat auch eine bekommen und Rafunzel aka Mike van Dijk. So, das waren die 10 Leute für die Tunze HiJet. Auch hier einen herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Habt da wirklich ein super, super, super geiles Pümpchen gewonnen. Da bin ich auf jeden Fall überzeugt von. Echt gutes Ding, aber ihr könnt es ja selber ausprobieren. Und ja, das waren auf jeden Fall schon mal die Gewinne der Firma Tunze. So, bei der Firma Tunze läuft das wie folgt ab. Ihr schickt mir einfach auf die info@nanoröfe.de, schickt ihr mir von eurer YouTube-E-Mail aus, weil ihr habt ja gesehen in der Einblendung, ich habe eure E-Mails dahinter stehen, also die Real Names, quasi nicht die Real Names, aber halt eben die E-Mail-Adressen. So kann ich das auf jeden Fall abgleichen, weil ich sag mal, D. Schmidt zum Beispiel ist ja halt so ein Name, den gibt es ja wahrscheinlich super häufig. Ne? Das ist ja wie Schmidt, Müller. Ne? So, und ich habe dahinter ja halt dann zum Beispiel noch eine Zahl stehen. Daran kann ich später in der E-Mail tatsächlich erkennen, dass es diese Person ist. Ja, so, also ihr schickt mir eine E-Mail mit euren Adressdaten und bitte oben nochmal kurz im Betreff rein den Gewinn, was ihr jetzt hier gewonnen habt, damit ich das ein bisschen sortieren kann. Und dann leite ich diese gesamten E-Mails an die Firma Tunze weiter. Und die Firma Tunze sendet euch die Gewinne zu. Die bekommt ihr sofort von der Firma Tunze. Die nächsten Gewinne, die wir jetzt ausziehen noch, die haben wir allgemein rausgezogen. Bei denen war das die Geschichte gewesen, was wir mit dem Daniela auch schon im Livestream besprochen hatten. Das haue ich euch unten rein. Dort gibt es einen Link in Danieles Shop. Dort könnt ihr eine Wertmarke oder so, glaube ich, kaufen. Ich verlinke euch das. Im Prinzip einen Versand, weil die Sachen sind zum Daniele geliefert worden und liegen beim Daniele. Das heißt, er muss die raussenden. Und von daher machen wir das halt so, dass wir bitte einen Versand kauft, damit der Daniele nicht auf den Versandkosten noch liegen bleibt. So, da machen wir weiter. Und zwar haben wir dann als erstes das AK Frag Rack in der 32er Version. Und das geht an MB Waves. Herzlichen Glückwunsch. Das AK Frag Rack in der 16er Version geht an den guten Sven Big Stitch. 79 heißt auf YouTube. Auch hier einen herzlichen Glückwunsch. Sven, den kenne ich halt auch. Auch sehr aktiver User. Dann haben wir noch zwei AK Frag Racks in der 8er Version. Da geht dann eins an Reef Emotions und eins an die Stephanie Kund. Auch hier einen herzlichen Glückwunsch. So, und dann haben wir zu guter Letzt noch dreimal den Refactory Wassertest. Da geht der erste an die Lexa, der zweite an den Norman CH und der dritte an den Matze Schulze. Auch hier einen herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Wie gesagt, denkt da bitte dran,
Dort müsst ihr das Porto-Dings beim Daniele bestellen. Er hat die Sachen ja bei sich auch liegen. Er verpackt das dann und schickt euch das rüber. Und ihr ersetzt ihm bitte nur den Versand halt eben. Und dann bekommt ihr die Sachen zugeschickt. Ja, so, jetzt haben wir es endlich geschafft, meine Lieben. Gewinnspiel ist raus. Ich hoffe, ich konnte wieder einige von euch glücklich machen. Leider konnte ich nicht alle glücklich machen. Ne? Das ist halt leider so. Da müsste ich irgendwann mal 500 Gewinne kriegen. Also diesmal hätten wir wirklich, haben ja nicht viele mitgemacht, diesmal hätten wir wirklich mit 500 Gewinnen wahrscheinlich alle bedienen können. Aber das ist halt eben so. Es ist halt ein Gewinnspiel und zum Gewinnen gehört auch ein bisschen Glück. Und einige von euch hatten das Glück und denen wünsche ich herzlichen Glückwunsch dazu, meine Lieben. Ja, wie gesagt, zu Anfang des Videos schon erwähnt, ich frage nochmal bei Acker nach, ob die uns die zwei Frag Racks nochmal neu zusenden. Dann würde ich die nämlich dann auch nochmal einstellen. Ihr könnt aber unter das Video schon mal drunter hauen. Ich denke mal, dass die das machen werden. Ich glaube, da brauche ich jetzt gar nicht großartig nachzufragen. Und wie gesagt, dann haben wir noch zweimal diesen Power Switcher von der Refactory, ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, wer da so ein Ding mal gebrauchen könnte oder testen möchte, wie auch immer, haut es einmal unten in die Kommentare. Wie gesagt, einmal Hashtag AKFragRack und einmal den Hashtag Refactory Power Switch reinsetzen und dann seid ihr dabei. Das lose ich dann demnächst nochmal aus. Das machen wir dann irgendwo zum nächsten Live-Sale oder wie auch immer. Müssen wir mal gucken. Oder ich lose es einfach nächste Woche irgendwann nochmal schnell kurz für den Sonntagsvlog aus. Da hätten wir dann, wie gesagt, nochmal vier Gewinner. Und ja, wie gesagt, die Power-Switches auch an die Refactory. Vielen Dank fürs Teilnehmen. Ich habe es aber wirklich nicht gewusst, dass ihr dem Daniele da auch Power-Switche hingelegt habt. Das habe ich erst letzte Woche bei Michael erfahren, wo Daniele mir diesen Zettel hier geschrieben hat und gesagt hat, was wir noch zur Verfügung haben, was bei ihm jetzt im Laden noch verblieben ist. Die Klebersets waren leider aus gewesen. Da wollten ja auch ganz viele noch eins haben. Wir hatten eigentlich 50 Stück bestellt, aber es waren tatsächlich über 50 Bestellungen, also einzelne Kunden quasi. So dass die Klebersets leider alle weg waren. Wir hatten vorher gefragt und so mit 30, 35 gerechnet. So hätten wir auch noch mal ein paar Klebertests, Sets rausgeben können. War leider nicht so. Aber wir sind ja noch alle auf der Welt und das nächste Gewinnspiel kommt eventuell, wenn da nicht wieder so ein Theater hier entsteht immer und ich immer dann hier von allen Seiten gebasht werde, kann man sowas gerne öfters machen. Ja, Freunde. Ich würde sagen, ich bin raus. Letzter Kaffee für heute Abend, sonst wird es zu spät. Ne? Kaffee ein bisschen reduziert. Ja, jetzt können da wahrscheinlich einige von euch gut schlafen. Freut mich, dass ihr da den Gewinn gemacht habt. Und ja, was soll ich sagen? Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Däumchen ist ein Träumchen. Würde ich mich drüber freuen. Und ein Kommi immer unten drunter hauen. Ist gut für den Algorithmus und ich bin raus, meine Lieben. Habt noch morgen einen schönen Feiertag. Bis dahin, euer Marc. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.